Guten Morgen. Anna ist schon duschen und ich muss auch gleich ran. Wir sind super fertig. Wir waren gestern, glaube ich, 2:30 oder so zu Hause. Ja, und mussten jetzt trotzdem einigermaßen pünktlich aufstehen, weil wir ja Koffer packen müssen und dann nachher zum Flughafen. Ich hoffe, das läuft alles reibungslos. Wir wollen vorher noch frühstücken gehen. Ja, wäre echt cool, wenn das noch klappt. Tschüss, Airbnb. So, gute Reise. Anna ist gerade nicht begeistert, weil ein Teil ihrer Sachen bei dem Kontrolllaufband am Flughafen einfach eingesaugt wurde, da wo auch der Müll hinkommt. Und wir warten jetzt schon seit 10 Minuten, dass sie ihre Sachen wieder kriegt. Es ist noch ungewiss. Aber ich drücke ihr ganz toll die Daumen, dass sie die Sachen wieder kriegt. Lass dein Like da, wenn sie ihre Sachen wieder kriegt. Ja, möchtest du noch etwas sagen? Ich bin begeistert. Ja. War nichts Wichtiges. Das Telefon, der braucht es. Ja. Anna hat ihre Sachen wieder. Yay! Wir sollten in 10 Minuten abfliegen und Boarding hat immer noch nicht stattgefunden und der Flieger ist auch noch nicht da. Ich hoffe, wir kriegen das alles hin, weil wir haben in Düsseldorf nur eine Stunde zum Umsteigen. Wir sind begeistert, nicht Anna? Ich habe übelst gute Laune. Wie viel Verspätung haben wir jetzt? 2 Stunden. 2 Stunden, 3 Stunden, wir wissen es nicht. Dann schauen, dass wir heute noch nach Hause kommen. Ich höre leicht die Ironie, wenn das ist. Ach wirklich? Ich doch nicht, Anna, als ob. Hallo Luise, ich bin da, sie müsst da fliegen. Ist das an? Ja. Ja. Oh. Ich habe gar keine Aufregung oder so. Wir heben jetzt ab nach wie vielen Stunden Verspätung? Mittlerweile sind es 3, oder? Ja. Wir werden nachher ein Taxi nach Leipzig fordern. Dann gucken wir, wie das läuft. Was denkst du? Ich weiß nicht, wie viel Taxi kostet. Ich bin in meinem Leben vielleicht 3-mal Taxi gefahren bisher. Gestern bin ich zu arm. Gefahren. Ich bin zu arm für sowas. Das waren nicht so richtig Taxi, das waren billig Taxi. Wow, Leute, es ist unglaublich, was noch alles passiert ist. Unser Flug von Paris nach Düsseldorf hatte am Ende fast 4 Stunden Verspätung.
Und als wir dann in Düsseldorf angekommen sind, war unser Anschlussflug natürlich schon weg, obwohl der auch Verspätung hatte. Wir sind erstmal völlig ratlos durch den Düsseldorfer Flughafen gelaufen, wussten nicht wohin, haben uns dann schlussendlich ja zu irgendeiner Anhaltestelle, wo wir fragen konnten, hingefunden. Und dort wurde uns gesagt, dass wir nur zwei Möglichkeiten haben. Entweder wir übernachten in einem Hotel, nehmen morgen früh den ersten Flug, oder wir fahren noch mit dem Nachtzug zurück nach Leipzig und sind dann erst frühs um 6 zu Hause und müssten noch mehrmals umsteigen. Anna hat sich dann dafür entschieden, mit dem Zug zu fahren, weil die Arme morgen früh arbeiten muss. Das tut mir so, so leid für sie, wirklich. Ich habe mich mit einer super, super netten Person aus Frankreich zusammengefunden. Die heißt Julia und muss auch nach Leipzig, weil sie dort arbeitet, aber noch nicht ganz so früh wie Anna morgen. Und wir sind jetzt in einem Hotel. Sie ist gegenüber von mir im Zimmer und wir haben auch noch zusammen angestoßen mit Sekt und noch eine ganze Weile gequatscht. Und ja, wir haben noch ein bisschen gefeiert vorhin bei McDonald's und im Rewe, weil jeder von uns einen 25-Euro-Gutschein für den Flughafen bekommen hat. Und dann geht es morgen schon sehr früh, ich glaube gegen 7, zurück nach Leipzig. Ich muss dann schon gegen 4 aufstehen, weil um 5 unser Taxi kommt. Also habe ich jetzt vielleicht noch 3 Stunden Schlaf. Aber was soll's. Ich freue mich, wenn morgen früh Martin mich in Leipzig abholt und wir uns dann zu Hause nochmal ins Bett kuscheln können. Ja, ich hoffe sehr, dass jetzt alles klappt. Also, so habe ich mir meinen Geburtstag definitiv nicht vorgestellt. Den ganzen Tag nur unterwegs. Aber am Ende war es irgendwie auch verdammt lustig, so skurril. Und diesen Geburtstag werde ich definitiv nie vergessen. Also, das weiß ich mit Sicherheit. Hier übrigens noch mein Hotelzimmer. Die zwei kleinen Flaschen Shinsano, die wir geköpft haben. Und ja, ich glaube, das wird eine ganz schöne, wenn auch sehr kurze Nacht. Okay, es ist kurz vor 5 und ich treffe mich jetzt mit Julia, um mit dem Taxi zum Flughafen zu fahren. Yay, in Leipzig. Ich muss doch ehrlich zugeben, ich bin nach Hause gekommen und habe irgendwie erstmal 3 Stunden geschlafen. Ja, das war's also mit Paris. Gestern war definitiv ein sehr skurriler Geburtstag, aber das Wochenende war es trotzdem so, so wert. Es war so toll. Ach, ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich das erleben durfte. Und Anna war echt die beste Reisebegleitung, die ich mir hätte wünschen können. Wir hatten so viel Spaß, wir haben so viel gelacht, so viele tolle Dinge gesehen. Und es war einfach ein großartiges Wochenende und dadurch auch ein cooler Geburtstag, weil ich zähle das einfach zu meinem Geburtstag mit. Ich wollte euch auf jeden Fall noch schnell unsere Favoriten vom zweiten Festivaltag berichten, weil wir das voll vergessen haben. Wir waren uns beide einig, dass ab 18.30 Uhr war alles so gut. Ich fand davor Rag & Bone Man auch schon ziemlich cool, einfach weil die so eine positive Vibes verbreitet haben. Man hatte einfach ein richtig gutes Gefühl, als man in dem Publikum stand. Und auch das Lied, was wir dann alle zusammen gesungen haben, war einfach mega schön. Und die absoluten Favoriten des Tages waren halt die letzten 3. Noel Gallagher's High Flying Birds, The Killers und dann zum Schluss die Gorillas. Es war der Wahnsinn. Also echt, ein Konzert war besser als das andere. Ich war so, so glücklich. Ich glaube, man hat es gesehen. Ja, es wurden auch einige meiner absoluten Lieblingslieder aller Zeiten gespielt und oh, wir sind so abgegangen, es war einfach herrlich. Einen besseren Abschluss von dem Festival hätte ich mir auch echt nicht wünschen können. Ich hoffe, ihr fandet es einigermaßen unterhaltsam. Ich hoffe, ich kann in ein paar Jahren mir das wieder anschauen und ein paar der Erinnerungen Revue passieren lassen und mich daran erfreuen. Ja, und Anna hoffentlich auch. Annas Instagram-Profil verlinke ich euch in der Bio, genau wie meins. Ihr könnt ihr gerne mal bei ihr vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Und bis dahin, macht's gut und passt auf euch auf. Tschüss!